Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Video. Ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Viele von euch haben sich es gewünscht. Viele von euch schreiben auch rein. Lasst es einfach sein. Real FIFA, Real MX hier heute. Das ist eine Katastrophe, dass du Videos machst. Ich sterbe, wenn ich dich angucke. Nein, okay, Spaß beiseite, Jungs. Heute gibt es, wie von euch gewünscht, ein Cheap Squad Builder. Und was für ein iPremier League Squad. Denn viele von euch wollen natürlich mit der Premier League beginnen oder auch Bundesliga. Bundesliga Cheap Squad Builder habe ich natürlich auch auf meinem Hauptkanal Real FIFA hochgeladen. Deswegen checkt das gerne aus. Und jetzt schreibt auch gerne natürlich rein, welche Spieler ihr lieber haben möchtet. Also Verbesserung, wenn ihr jetzt hier gleich mein Team seht, mein Cheap Premier League Team. Ich schätze mal ungefähr, es kostet 40, 50k, vielleicht sogar wirklich nur 40k. Das ist wirklich sehr, sehr billig. Vor allem, wenn man am Anfang ja ein paar FIFA Points holt oder so, dann sollte das easy drin sein. Vor allem auch, wenn man ein paar Games zockt oder so, dann ja, könnt ihr euch dieses Team easy kaufen. Und deswegen ja, würde es mich freuen, wenn ihr da auch vielleicht Verbesserungen reinschreibt und sagt, ja, welchen Spieler ihr doch oder ein bisschen besser findet, stärker findet und dann doch in die Startelf packen würdet. Und ja, dann kann ich gar nicht mehr viel sagen. FIFA 18 am Donnerstag ist es soweit. Und ich bin mir noch nicht 100% sicher, wann hier das erste Video dann mit der Karriere startet. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Donnerstag EA Access. Und das heißt ja so gesehen, man könnte schon mit der Karriere beginnen. Und vielleicht auch mit einer Road to Glory, weil ihr euch das auch so gewünscht habt. Ohne Geld, ohne irgendwas. Mit einem Starterteam, ja, mit einem Bronze-Starterteam einfach nach oben kämpfen. Wer Bock hat, kann natürlich dabei bleiben und jetzt hier abonnieren. Und jetzt fangen wir auch mal an langsam mit dem Team, ne? Denn es reicht jetzt langsam. Wir fangen an mit dem Torwart und da habe ich mich entschieden. Das Gute ist natürlich hier bei Foothead, man kann jetzt hier sogar reinschreiben und natürlich auch jetzt noch variieren. Das heißt, ich habe mehrere Methoden und Möglichkeiten. Da haben wir jetzt im Tor einfach mal Begovic von Bournemouth, der ja wirklich immer ein bisschen billiger ist als die meisten anderen Torhüter und irgendwie doch jedes Jahr richtig stark bleibt. Also Begovic mit einer 82er Karte, ihr seht es, die Werte sind absolut gut, aber es hat auch beim Torwart nichts mit Werten zu tun. Entweder ist er OP oder nicht, da könnt ihr euch natürlich entscheiden. Oder ihr nehmt natürlich hier den guten alten Jack, Alter, der Jack Butland, der ist auch noch am Start mit einer 81er Karte, aber nur deshalb würde ich dann doch hier erstmal den Begovic vorziehen. Karius und so weiter gibt es natürlich auch. Ihr könnt mal euren Favoriten reinschreiben. Ich bleibe jetzt heute erstmal bei Begovic. Der kostet wahrscheinlich, lass mich lügen, 3000 Münzen, nicht mal 2000 würde ich schon fast sagen. Dann in der Innenverteilung haben wir einen, der mir richtig gut gefallen hat. Sein Team of the Season hat mir richtig gut gefallen und zwar Keane, der jetzt hier von Burnley zu Everton gewechselt ist mit Medium Work Rates. Ja, ist auch noch 1,89 groß oder so, 72 Pace, richtig stabil, 82 Defending und 82 Physis. Das heißt, mit einem Enkaki-Müsli-Style ist das eine Waffe, ja. Das ist ein richtig guter Verteidiger und da kommt eigentlich fast auch keiner durch. Er wird wahrscheinlich auch so 3k kosten, also wir sind jetzt bei 5k. Ich rechne einfach mal wieder ein bisschen hoch. Und als zweiten Innenverteidiger haben wir einen Transferspieler, einen Deutschen und zwar den Antonio Rüdiger. Und viele, wirklich viele von euch werden es wissen, wie er letztes Jahr in der Roma-Version gespielt hat. Da hat er nur eine 79er Karte. Das heißt, er hat ein Upgrade von plus 3 bekommen und hat sich wirklich richtig gut spielen lassen. Und jetzt dazu hat er noch Medium-High Workrates. Für die, die es nicht wissen, Medium-High, die Verteidigungsrate ist hoch. Das heißt, er chillt die ganze Zeit hinten und läuft nicht irgendwie nach vorne, so wie zum Beispiel Sergio Ramos oder David Luiz, die High-Medium haben. Die haben das komplett umgekehrt. Jetzt hier nochmal kurz für die, die jetzt nicht wissen, was das ist. Und guckt euch mal Rüdigers Stats an. Da bin ich mir schon sicher, der wird 5 bis 8k vielleicht kosten. 74 Pace hat er nämlich, 82 Defending und 83 Physis. Das sind richtig geile Werte. Und ich denke mal, mit diesen beiden Innenverteidigern, da kann man nur alles richtig machen, da kommt keiner vorbei. So, Rüdiger und Keane. Als Rechtsverteidiger haben wir ebenfalls eine transferierte Version. Und zwar den Ivora, ja, Serge Aurier. Serge Aurier ist zu Tottenham gegangen, weil Walker ja jetzt bei City spielt. Und man muss sagen, das ist ein richtig geiler Ersatz. Vor allem auch, weil er letztes Jahr einer der besten Außenverteidiger war. Obwohl man es nicht wusste, ja, dieser 83er PSG Aurier, der hat alles zerstört. Und sehen wir jetzt hier einmal die Werte, der hat High Arbeitsraten. Heißt, er läuft nach vorne, er läuft nach hinten, ist überall mit 84 Pace, 78 Defending und 84 Physis. Ist das
wirklich einer der besten Außenverteidiger. Da sage ich jetzt schon mal, lege ich mich fest, genau das wollte ich sagen. Und Serge Aurier, ein Geheimtipp, denn es gibt ja noch Bellerin, es gibt Walker, es gibt Valencia. Diese drei werden wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein als Aurier. Obwohl, bei Bellerin bin ich mir nicht sicher, ob die vielleicht gleich teuer sind. Aber Aurier von den Stats her mit 84 Physis, eine Waffe, ja. Okay, dann machen wir weiter. Also ich denke mal auch, er wird 5k kosten. So, dann machen wir Rüdiger 8k, sind 13k. Ja, ich würde jetzt mal so sagen, wir sind so bei 18.000 Coins. Und schließen jetzt die 20.000 ab mit einem, der ungefähr 2k, denke ich, wert sein wird. Und zwar Van Aanholt. Da kann man natürlich auch, wo ist denn der Typ? Kann natürlich auch Luke Shaw nehmen oder so, aber letztes Jahr hat mir Van Aanholt schon sehr, sehr gut gefallen. Auch mit 75 wird er, denke ich, nicht mehr als 2.000 Coins kosten. Und Van Aanholt ist, glaube ich, einer der auch so ein bisschen unberechenbareren Spieler. Deswegen wird er auch nicht so teuer sein. Hat gute, solide Stats von Crystal Palace. Und mit dieser Viererkette zum Start von FIFA kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Vielleicht werde ich ja sogar bei meiner Road to Glory auf den einen oder anderen Spieler hier setzen. Man weiß es nicht. Und vielleicht kommt die Road to Glory ja auch. Habe ich mich jetzt verraten oder nicht? Ihr könnt auf jeden Fall mal eine Bewertung und einen Kommentar da lassen. Dann werde ich die Bestätigung vielleicht bekommen. Okay, so, auf der 6. Wen lassen wir da spielen? Das ist die Frage der Fragen. Ich habe ungelogen gedacht, wir nehmen erstmal den hier. Das ist der Renato. Der Renato Sanchez mit, ja, wirklich biestigen Stats. Aber dann dachte ich mir so, wenn wir jetzt hier die 4-3-3, die dritte ist es, glaube ich, Formation ausgewählt haben, warum sollten wir dann nicht einen nehmen, der einfach komplett verteidigt? Und Renato Sanchez kann ja sogar noch schießen. Der hat Physis, der hat schon alles. Den kann man natürlich hier überall reinstellen. Oder wir nehmen einfach von West Ham, der mir auch sehr gut gefällt und noch vielleicht noch ein Ticken billiger ist, Kouyaté mit 74 Pace, 77 Defending und 88 Physis. Da will mir mal einer sagen, ja, Kouyaté oder Renato Sanchez. Es ist wirklich egal. Also klar, Sanchez kann vielleicht noch ein bisschen besser passen, laut Stats her, und ist vielleicht auch ein bisschen mehr OP, aber Kouyaté ist halt der defensivere Part. Ich würde einfach mal sagen, ihr entscheidet nach dem Preis. Wer billiger ist, wird genommen. Aber so gesehen macht das da keinen Unterschied. Ich nehme jetzt einfach Kouyaté mit. Und jetzt haben wir natürlich noch zwei Spieler hier im Mittelfeld, die ein bisschen, ja, auch für die Offensive gut sein sollen. Und das war einer, den hatte ich sogar mal im Foot Champions Team. Und der spielt richtig gut. Der lässt sich richtig gut spielen und heißt Pereira von Watford. Von Watford. 78 Pace, 80 Passen, 68 Schuss, nur. Er kann aber richtig gut schießen, sage ich euch. Und hat dafür noch wirklich gute Allround-Stats mit 68 Defending, Physis ebenfalls und 81 Dribbling. Forster heißt, er kann skillen, er kann auch mit dem Wigfoot schießen, also mit einem schwachen Fuß. Und das ist wirklich ein richtig guter Spieler, den kann ich euch empfehlen und kostet auch nur 2k. Das heißt, wir sind jetzt bei 24.000 Coins. Bei 24.000 Coins. Ist auf jeden Fall schon mal lit hier, weil Kouyaté ja auch nur 2k ungefähr kosten wird. Und ja, dann geht's jetzt weiter mit dem linken ZM. Es gibt natürlich so viele verschiedene Karten. Es gibt Emre Can und so weiter. Es ist auch natürlich abhängig davon, wie viele Coins ihr habt. Aber wenn ihr jetzt wirklich einen richtig cheap Squad-Builder oder ja, Team bauen möchtet, dann holt euch Wijnaldum. Oder Wijnaldum oder was auch immer, Alter. Keine Ahnung. Man, guckt euch mal diese Karte an. Die ist jetzt auch nochmal fürs offensive Mittelfeld gedacht. Mit 81 Pace, 75 Schuss, 84 Dribbling, 74 Physis und 76 Passen. Ja, den wird auch nicht jeder spielen. Und deshalb schätze ich ihn auch mal so auf 3k, ja, maximal 4k. Und das wären dann ungefähr 28.000 Münzen, die wir jetzt hier bisher ins Team reingebuttert haben. Und ja, je nachdem, wenn er jetzt hier Linksfuß oder Rechtsfuß ist, dann tauscht ihr einfach mit Pereira. Und ihr könnt ja allgemein sowieso umstellen, dann, wenn ihr dann umstellen möchtet. Genau, auf eure Lieblingsformation. Ist ja logisch. Jetzt kommen wir zu den Flügeln. Und da fangen wir rechts an. Und es gibt so einen. Den trage ich jetzt hier einfach mal ein. Das ist Bolasie. Der hat 5-Star Skills, 4-Star Wakefoot, sogar 78 Physis, aber leider auch nur 68 Schuss. Und im letzten Jahr hat er schon ein bisschen enttäuscht bei mir. Ich habe ihn sogar auch schon mal gespielt gehabt, man mag es kaum glauben. Und einer von diesen Spielern, den ich jetzt hier zeige, der gefällt mir richtig gut. Und der heißt Wilfried Zaha. Ja, der hat 90 Pace, der hat wirklich 86 Dribbling, 4 Stunden Skill Moves, 71 Schuss, 71 Passen, 72 Physis.
Ich würde mich dann doch, glaube ich, für ihn entscheiden, weil er mir auch letztes Jahr in FIFA seine Informkarte richtig gut gefallen hat, war richtig OP. Und da ist natürlich jetzt Geschmackssache. Bolasie, Zaha, kosten ungefähr, glaube ich, das gleiche. Schätze ich mal 4k ungefähr. Und dann sind wir jetzt bei 32.000 Münzen. So, 32.000 Münzen bisher ausgegeben. Aber jetzt kommen natürlich noch die ganz teuren Dinger. Ja, okay, wollen wir es jetzt mal nicht übertreiben. Nicht ganz teuer. Auf jeden Fall absolute Biester. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich mache mal weiter mit dem linken Flügel. Und da wird heute spielen... Leroy Sané. Also wenn ihr euch diese Stats mal anguckt, die sind krass. Die sind richtig gut. Das einzige Problem natürlich, 3 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Skills. Aber solltet ihr wirklich nicht die Skiller sein und wollt ihr wirklich einen OP-Angriff, dann entscheidet euch für Leroy Sané. Denn er hat 94 Tempo, 77 Schuss, 85 Dribbling und 70 Physis. Ja, der wird 10k kosten, bin ich mir... Ja, obwohl 10k ist, glaube ich, übertrieben, oder? Ich schätze mal 5 bis 8k. Da haben wir jetzt 32k ausgegeben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auf die glatte 40k. Und jetzt der letzte Spieler, der auch nochmal 10.000 am Anfang kosten wird. Vielleicht auch nur 8.000, 7.000, 6.000, was auch immer. Heißt Marcus, ihr wisst es, allerheiligen Rashford, Alter. Der allerheilige Rashford. Was für Stats hat der dieses Jahr bekommen? Hä? Der bessere Stats wirklich als Musa und Jamie Vardy oder so. Ja, keine Ahnung. Rashford, der war letzte Saison eigentlich gar nicht so gut. Deswegen hatte ich den nicht wirklich auf dem Zettel. Hat jetzt hier 92 Pace, 76 Schuss und 74 Physis. High-Low-Arbeitsdaten heißt, er ist komplett immer vorne. Und dann auch noch 4 Sterne Skill-Moves, was das Ganze natürlich ein bisschen leichter hat. Das Problem ist natürlich diese 3 Sterne Weakfoot für einen Stürmer, ob man darüber dann nochmal streiten kann. Man könnte theoretisch, also wie gesagt, Rashford, den würde ich nehmen. Da würde das Team jetzt so auf 47k, 48k kommen. Würde ich euch empfehlen. Oder natürlich, ihr nehmt den Ahmed Musa, der aber High-High-Arbeitsdaten hat. Das heißt, er ist auch ab und zu mal hinten. Auch nicht so viel Physis, aber vielleicht auch ein bisschen billiger. Das ist die Frage. Rashford ist dann doch, glaube ich, nochmal das edle Stück hier zum Ende von diesem Cheap Premier League Team. Ihr könnt einfach mal eure Meinung in die Kommentare hauen. Ich wäre für Verbesserung natürlich auf jeden Fall da, weil für eine RTG, eine mögliche RTG, brauche ich natürlich auch riesige Spieler. Das sind aber schon mal sehr, sehr gute und deswegen will ich einfach mal eure Meinung hören. Lasst ein Like da für mehr solcher Cheap Squads. Was sollen wir als nächstes machen? Bis Donnerstag müssen wir natürlich noch irgendwie was raushauen. Und jetzt macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.